sadaqa, wenn ich einem Kafir etwas gebe, also etwas zu essen? Also, wenn ich zum Beispiel etwas habe und sehe ich einen Mensch, der Kafir ist, die Sadaqa wird auch angenommen. Warum? Weil Al-Rasul sallallahu alaihi wa sallam hat nicht nur den Muslimen geholfen, als er auch sein Dawa oder mit seinem Dawa angefangen hat. Hat auch Al-Kuffar geholfen. Wenn jemand etwas braucht, er gibt ihm. Wenn jemand etwas fehlt, er gibt ihm. Und diese Sachen, was wir auch jetzt in Europa erleben oder in manchen Ländern auch erleben, diese Sozialämter und so, das ist von uns. Diese Hartz IV, das ist von uns. In der Zeit von Umar al-Khattab, radiallahu anhu, er hat diese Ämter gebaut, damit die Muslime, wenn etwas brauchen, bekommen. Und nicht nur Muslime, sondern auch die Kuffar, die unter Umar al-Khattab gelebt haben, haben die auch das Geld auch bekommen. Und die Kuffar, die müssen nur wissen, die besten Zeiten von denen, als die bei Muslimen gelebt haben. Wallahi, subhanallah. Weil solche Sachen, die jetzt gibt, man denkt, das ist was Neues. Aber das ist alles von uns. Hartz IV ist von uns, dass man den Menschen also hilft, das auch für uns. Ja? Wenn wir wissen, dass wegen ein Hund ist eine Frau ins Paradies reingekommen, das reicht uns. Obwohl diese Frau ein Zanier war. Weiß das Prostitut. Das heißt, sie ist so, und als dieser Hund das Wasser gebraucht hat, hat ihm das Wasser gegeben, mit was? Mit ihren Schuhe. Subhanallah. Und hat getrunken. Die ist im Paradies. Und auch wegen einer Katze ist auch eine Frau wo? In Jahannam. Sie hat sie nicht gelassen, dass sie freiwillig also ist, und sie hat sie auch nicht draußen freiwillig also gegeben. Was ist mit einem Mensch? Obwohl er Kafir ist, wenn er etwas braucht und ihm gibst, subhanallah, bekommst du auch also Belohnung. Und kann sein, durch diese Tat wird auch Islam angenommen. Und schon auch oft in Deutschland passiert. Viele Brüder von uns haben die auch Islam angenommen wegen dieser Sachen. Kleinigkeit. Du gibst ihm etwas, du sagst, subhanallah, bei uns gibt es nur sowas, dass ich ein Putschen gebe. Also in dieser Gesellschaft gibt es das nicht, subhanallah. In dieser Gesellschaft, wenn du mit einem Mitarbeiter bist, hat 2 Kilo Brot und du hast nichts, und der steht oder sitzt neben dir. Er sagt hier sogar auch nicht, bitte schon etwas essen. Nein. Aber als Muslim, du gibst ihm alles. Nein. Woher die Fitratun für Islam, subhanallah, dass man großzügig ist. Und das ist auch, so war auch Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Kana kariman. Obwohl er nicht hat, aber wenn jemand von ihm etwas verlangt, er gibt ihm. Eine Frau hat ihm was, ein so Gewand geschenkt, und ist schnell nach Hause gekommen, hat das sofort angezogen. Das heißt, er braucht das. Der ist in die Moschee reingekommen, hat ihm ein Sahabi gesehen, sagte ihm, ja Rasulallah, kannst du mir das geben? Der ist wieder nach Hause reingekommen, ausgezogen, hat ihm gegeben. Faqala Umar radiallahu anhu, sagte Umar, weißt du nicht, warum hast du ihm das verlangt? Du weißt genau, dass er nicht hat. Und wenn er, also, wenn jemand ihm sagt, gib mir, er gibt. Aber seine Gedanken von der Sahabi war, dass er nur sagte, ja Rasulallah, das habe ich von dir gebraucht, wenn ich sterbe, nehme ich das als mein Kafan. Wie heißt das? Leichentuch. Das war seine Absicht. Aber auch wenn jemand Kafir ist und etwas braucht, kann man ihm auch geben. Und inshallah, durch diese Tat nimmt er auch Islam an. Allahu Akbar. Zweite Frage. Ich wollte mich auf eine Universität bewerben.
aber ich habe gesehen, dass sie eine Werbung für ein Satire-Seminar hatten, wo eine Karikatur von unserem Propheten gezeigt wurde. Ist es haram, sich dort zu bewerben? Also, wie gesagt, das ist ein Zeichen, wenn jemand solche Sachen macht, dann besser nicht dort also melden, wenn jemand also Karikatur von Mohammed Lassler das also malt oder so, dann ist es besser nicht, das ist eine Beleidigung. Das ist nicht nur eine Beleidigung, sondern auch ein Koffer, wenn jemand das also malt. Besser nicht, das ist ein Zeichen, dass man dort nicht lernt. Allahu Akbar. Nächste Frage. Ab wann hat man sich den Ungerechten zugeneigt und ab wann gehört man selbst zu den Ungerechten, wie in der Ayah vom Koran? Das heißt, wie... Ab wann? Ab wann? Ja, gehört man zu den Ungerechten. Ab wann gehört man zu den Ungerechten? Al-Talim al-Mudlum oder wie? Ja, ab wann gehört man zu den Talim? Ist man selber ein Talim? Ach so, ja. Das heißt also, wenn du diese Talim folgst und auch seine Meinung und auch folgst und du lobst ihn und du machst, was er auch sagt, فَهَذَا ضُمُّ كَذَلِكَ لَأَنَّكَ حَمِيْتَهُ das ihn und also unterstützt. Das darf man nicht machen. Das heißt, jemand, der jemand folgt und der weiß genau, dass er ein Dalim ist, dürfen wir das nicht machen. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما الأمر بالمعروف. الأمر بالمعروف, das heißt, wenn ich etwas Gutes sehe, dann kann ich in diesem Fall folgen. إنما الطاعة كذلك بالمعروف أو في المعروف. Wenn ich zum Beispiel sehe, dass jemand also Dulm macht, hier darf ich nicht ihm folgen. Sogar auch ein Emir von uns, zum Beispiel, كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. Der hat einmal einen Emir geschickt und normalerweise von Scharia, dass man diese Emir also blind folgt. Alles, was er sagt, muss man ihm folgen, aber mit Grenze. Die waren in einer Schlacht und dieser Emir hat den Sahaba gesagt, sammelt ihr jetzt diese Holzstücke, Al-Hatab. Und die haben das gemacht, haben auch das gesammelt. Faqalahum, ishilum nar. Macht ihr diese, oder zündet ihr Feuer an. Da haben auch das gemacht. Aber auf einmal sagte denen auch, jetzt muss ihr ins Feuer springen. Da haben gesagt, nein, warum jetzt? Warum haben wir auch Mohammed sallallahu alaihi wasallam geglaubt und ihn auch gefolgt, damit wir von Jahannam raus oder entfernt? Und da haben gesagt, nein, das machen wir nicht. Huna kana daliman, er darf das nicht machen. Aber als sie wieder nach Medina kamen und mit Mohammed sallallahu alaihi wasallam gesprochen haben, wisst ihr, was Mohammed sallallahu alaihi wasallam denen gesagt hat? Sagte denen, wenn ihr das gemacht hättet, werdet ihr für Ewigkeit in diesem Feuer bleiben. Innama at-ta'atu fil ma'ruf. At-ta'a fil ma'ruf. Wenn er euch etwas Gutes also befiehlt, dann ja. Wenn was Schlechtes befiehlt, dann in diesem Fall nein. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyat al-khaliq kadhalik. Nicht, dass jemand sagt, darfst du nicht beten, okay, dann, alhamdulillah, bitte ich nicht mehr. Nein, hier nicht. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyat al-khaliq. Wie kann sein, dass du ihm folgst und Allah Azza wa Jalla machst du ihn zornig? In diesem Fall dürfen wir nicht dafür. Allahu a'lam. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Was soll ich machen, wenn meine Eltern mich zwingen, zu Hochzeiten zu gehen, wo es Geschlechtervermischung gibt, laute Musik und so weiter? Oder wenn wir in Auto sind und die Musik anmachen und es nicht ausmachen wollen oder Nasheed stattdessen anmachen wollen? Okay, das Problem, fast jeder Bruder und Schwester haben die hier. Also es ist, ich sag immer, es ist alles umgekehrt geworden. Statt die Eltern, deren Kinder richtig erziehen, jetzt die Kinder erzählen die Eltern. Du redest mit deinen Eltern, dass die nicht mehr Musik hören. Und die sagen dir, was erzählst du uns? Du bist noch jung. Du weißt nicht sogar. Obwohl du sagst, Qala Rasulullah, die sagen, sei ruhig, du bist noch jung. Und auch
Die zwingen dir auch zum Beispiel, dass du in der Hochzeit auch kommst. Hier gibt es keinen Zwang. Die dürfen dich nicht zwingen, dass du dort kommst, solange dort Musik läuft und auch diese Mischmasch gibt. In einem Ihtilat Haram dürfen wir nicht mit Frauen in einer Saal sitzen. Und Ar-Rasul sallallahu alaihi wa sallam, bi'anna Ihtilat Haram, dürfen wir das nicht. Aber jetzt, wem soll ich gehorchen? Allah Azza wa Jal oder meine Eltern? In diesem Fall Allah Azza wa Jal. Denn Allah Azza wa Jal sagt, وَإِنْ جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِي عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Das heißt, hier in diesem Fall, du kannst immer mit deinen Eltern gut oder diese Albirr, diese Güte haben, aber solange die dir sagen, dass du das und das nicht machst, ist was anderes. لِأَنَّ طَاعَةَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ سَابِقًا. An erster Stelle muss man Allah Azza wa Jal gehorchen. Und ich sage immer, es gibt manche Eltern, also statt stolz zu sein, dass die solche Kinder haben, die wissen nicht, was die haben, subhanallah. Und auch es gibt, oder es gab viele Brüder damals und immer noch, wenn die in Diskotheken gehen, keiner sagt was. Die sind zufrieden. Solange du die richtigen Weg folgst, da bist du für die unnormal. Viele Brüder haben mit mir auch geredet, sagen, subhanallah, damals habe ich Freundin gehabt, keiner hat mir was gesagt. Ich war oft in Diskotheken, keiner hat mir gesagt. Ich komme sogar auch mit Saufen, keiner hat mir was gesagt. Aber ich will ich nur in Moschee gehen, meine Mutter ist dagegen. Oder mein Vater sagt mir, wenn du hingehst, komm nicht mehr zurück. Oder gibt es auch manche Brüder, die schlafen und die passen auf ihre Bärte. Du schläfst. Und du musst aufpassen, dass deine Mutter nicht kommt und deine Bart rasiert. Und auch schon passiert. Und das schon passiert. Ein Bruder hat mich einmal angerufen, der hat gesagt, nachher beim Schlafen, meine Mutter hat mir die rechte Seite rasiert. Was soll ich mit der linken Seite? Was soll ich denn da? Subhanallah. Das heißt, du musst schlafen, aber musst aufpassen. Und von wem? Von deinen Eltern. Das ist eine Schande. Und Allah direkt leiten nachher. Assalamu alaikum. In unserer Moschee gibt es einen Hujja, der Bid'a macht. Er hat mir gezeigt, wie die Sufis Dhikr machen. Aber trotz allem bete ich hinter ihm. Darf ich es? Allah, wenn du andere Möglichkeit hast und hättest, besser, dass du nicht hinter diese Leute betest. Weil es gibt manche Bid'a, die uns von Islam rausbringt. Es gibt manche Bid'ah, die mit Kufr zu tun hat. Und es gibt manche Bid'ah, wie man das macht, du bist immer noch Muslim. Aber trotzdem, Al-Bid'atu Sharruha Khatir. Und Al-Bid'ah ist schlimmer als große Sünden. Weil dieser Mensch zum Beispiel, dieser Imam, dieser Hujja oder wie der heißt, der denkt, dass er einen richtigen Weg ist. Der Shaitan sagt ihm, du bist im richtigen Weg. Aber jemand, der große Sünden macht, er weiß genau, dass er sündet. Und macht immer Dua, dass Allah ihm vergibt. Dass ihm auch Allah recht leitet. Aber Sahibul Bid'ah sagt, ich bin der Beste. Ich folge Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aber gleichzeitig, der ist weit weg von Sünnet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wie auch ein Gelehrter sagte, mir ist lieber, dass ich unter Schweine sitze, als dass ich unter Leute, die Bid'ah machen. Weil die Leute, die Bid'ah machen, die werden mich anstecken. Aber die Schweine, meine die richtigen Schweine, die werden mich nicht anstecken. Ich weiß genau, dass die Schweine sind. Das heißt, Achi, wenn du andere Möglichkeit hast, lieber, dass du woanders betest. Besonders, wenn du merkst, dass dieser Mensch oder diese Hujja, dass er richtige Sufi ist. Kann sein, dass er fliegt oder kann sein, dass er Allahu a'lam, was er macht. Hauptsache, du musst aufpassen. Wallahu a'lam. Letzte Frage, inshallah.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Sheikh. Wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muss die Person, die falsche Sachen über eine andere Person verbreitet hat, das Fleisch von der Person am jüngsten Tag essen? Es ist nicht so, dass diese Strafe ist nicht so, aber Allah Azza wa Jalla hat uns dieses Beispiel gegeben, dass man das nicht macht. Demotiert heißt das, demotiert uns nicht. Das heißt motiviert, was heißt demotiviert? Ja. Demotiviert uns, damit wir nicht das machen. Und auch, es gibt auch ein Hadith, Ar-Rasul sallallahu alaihi wa sallam hat auch zwei Brüder gesehen, dass die auch also über jemanden geredet und dann hat die gerufen. Und dann hat die gesagt, da war eine, weiß er, ein Jifa? Ein Kadaver. Ein Kadaver von einem Esel hat den gerufen und sagt hier, isst ihr auch das, diese Kadaver? Ja, warum? Das heißt nicht, dass die das essen, aber Rasul hat, wir wollten nur zeigen, was ihr macht, ist sehr, sehr schlimm. Darf man das nicht machen. Die anderen Reba war ein Namima, ist eine große, große Sünde. Und auch, es gibt ein Hadith, Ar-Rasul sallallahu alaihi wa sallam, der war auf sein Maultier. Und in einem Friedhof so. Und auf einmal diese Maultier hat richtig gewackelt und Ar-Rasul fast gefallen. Warum? Weil er diese Qual oder Strafe von diese Gräber gehört hat. Und sagte Ar-Rasul, diese zwei Gräber, die bekommen jetzt Strafe. Wegen was? Eine, er hat ein Namima gemacht. Und der zweite, keine la yatabarra'u aw la yastabarra'u min bawli. Der macht nicht sauber, wenn er uriniert. Subhanallah. Und es gibt auch an der Hadith, qala fi rasulullah, aktar ummati yu'adabuna fi quburiha bisabbi al-bawl. Die meisten von meiner Umma, subhanallah, die werden ihre Strafe in den Grab bekommen. Warum? Die meisten, die nicht sauber machen, wenn sie urinieren. Obwohl man denkt, das ist nur Kleinigkeit. Aber das ist eine Sache, die auch von großen Sachen ist. Hada wallahu a'lam, barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.